Live aus der Kiez-Attraktion Das Verlies. Hamburgs fesselnde Fußball-Talkshow mit Kiez-Legende Kalle Schwensen und Moderator Niklas Heiden. Heute mit prominenten Gästen wie Christian Woike, Jakob Sachs und Corny Littmann. MyBad EU präsentiert Ihnen Kalles Halbzeit im Verlies. Ich begrüße Sie recht herzlich hier im Verlies, die Gäste, und wir begrüßen natürlich alle im Internet und heute zur fünften Sendung Kalles Halbzeit im Verlies. Und heute haben wir illustre Gäste. Wir fangen natürlich an mit dem Holstenpokalsieger. Und als ersten Gast bitte ich Dennis König, unsere charmante Assistentin Nadine. Ja, aber so abrupt zu Ende? Ja, ich wollte gerade sagen, nein, also Jungs. Das Objekt der Begierde haben wir natürlich auch hier und mir wurde tatsächlich vor der Show hier sogar nochmal eine Siegermedaille überreicht. Ich bin jetzt auch offiziell. Kann man nochmal raufgehen, das kurz gucken hier. Holstenpokalsieger. Und ihr seid auch tatsächlich der zweite Verein erst, der den bekommen hat. Da hat sich der HV mal wieder was Wunderschönes einfallen lassen. Immerhin endlich mal was Sinnvolles, ne? Dennoch müssen wir natürlich auch ein bisschen darüber sprechen. Ihr habt gefeiert in den letzten Tagen. Tröstet dieser Pokalgewinn so ein bisschen über die schlechte Landesliga-Saison hinweg? Ja, Salz in der Runde. Die Saison war natürlich nicht besonders ruhmreich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist angenehm, wenn man den Pokal nochmal mitgenommen hat, so als Goodie nebenbei. Mhm. 6 Spiele gewonnen, mehr als wir in der Liga gewonnen haben, haben zum Pokal und deswegen nimmt man gerne mit und war ein sehr illustrer Abend auf jeden Fall. Mhm. Krille hat es ja auch mal probiert mit dem OZ-Pokal und hat es nicht geschafft. Was bedeutet denn immerhin der triumphvollsten Pokal denn für den gesamten Verein? Ja, ist natürlich schön, dass die zweite Mannschaft, die am Tresen stärker ist als die erste, auch auf dem Fußballplatz jetzt mehr Titel eingefahren hat als Krille. Für ihn persönlich tut es mir natürlich leid. Ne? Also lieber netter Kerl, großer Mann im Hamburger Amateurfußball, glaube ich, aber es ist ihm verwehrt geblieben, einen Pokal mitzunehmen. Also Krille, wenn du ihn mal ausfallen willst, dann sag Bescheid. Aber ja. Werden wir ihn natürlich gleich nochmal zu befragen, ganz klar. Aber erzähl mal ruhig ein paar Worte zum Finale. Man hat ja vorher gesagt, Condor 2, der absolute Favorit und als der Bruder ja eigentlich schon adieu, er braucht so möglichst gar nicht antreten. Das wurde dann doch aber ein bisschen schwerer. Hättet ihr euch das ein bisschen einfacher vorgestellt im Vorfeld? Nee, auf gar keinen Fall. Also ich meine, wir sind ja relativ klar aus der Landesliga abgestiegen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Alsterbrüder relativ klar in der Kreisklasse hochmarschiert. Das heißt, wenn man das mal so aufrechnet, dann waren da so 1,5 Ligen noch Platz dazwischen. Und jetzt, zum Glück ist ja kein Phrasenschwein, also der Pokal hat können wir auch noch mal kurz wieder einführen. Der Pokal hat auch seine eigenen Gesetze, deswegen es war klar, dass es in einem Spiel kann alles passieren. Die Jungs haben es spannend gemacht und erst in der zweiten Halbzeit, sage ich mal, den Kuh gelandet. Aber so viel Schwitzen wäre nicht nötig gewesen. Sag mal, wie war das Finale? Erzähl mal, wie lief das ab? Das Spiel. Ja, war eine nette Atmosphäre, also hohe Luft. Ich meine, ein paar Wochen vorher hat ja das in der Frage gespielt, da war es ein bisschen voller. Aber ich meine, als Amateurkicker ist es schon schöner, wenn man vor ein paar Leuten spielt. Es waren, glaube ich, knapp 500 Leute da. Und die Atmosphäre haben sich die Jungs verdient, ne? Dass man dann vor ein paar Leuten und ganz und das Spiel? Spiel war, legen wir den Mantel des Schweigens drüber, würde ich sagen. Also, besonders doll war das nicht, ne? Also durch 2 Standardtore gewonnen. Aber Auch durch 2 Kopfballtore gewonnen. Danke. Ne, also mit das noch wirklich mich jetzt nicht auf eine Stufe stellen, aber Hauptsache, wie gesagt, Hauptsache am Ende, fragt da keiner mehr nach. Ne, man so sagt so, in die Zeitung von Pokal. Gestern wird heute der Fisch eingewickelt, also von daher. Also das war ja schon der zweite, vielleicht sollten wir nur noch Phrasenschwein aufstellen. Und trotzdem nochmal, würde ich gerne nochmal ein bisschen Salz in die Wunde streuen. Ihr geht ja als Mannschaft auch auseinander, es bleiben ja nicht viele beim SC Condor 2. Was sind denn so die Gründe dafür? Der Verein wollte sich so ein bisschen neu aufstellen, was so die zweite Mannschaft angeht, haben das Projekt U23 ins Leben gerufen und die Jungs, die da auch alle im Publikum sitzen, haben die 23er-Marke meistens schon überschritten oder sind mindestens kurz davor. Was immer noch zum Pokalsieg reicht. Ja, reicht noch zum Pokalsieg, ne? Anscheinend. Ja, deswegen hat der Verein dann, also dieses Jahr wäre es wahrscheinlich noch klar gegangen, also für nächstes Jahr vom Alter her, aber dann hat der Verein einfach gesagt, ja, sie möchten sich ein bisschen neu aufstellen. Dann haben wir gesagt, ja, wir waren jetzt auch viele Leute waren langjährig da tätig am Berner Herweg und haben wir gesagt, neuer Reiz nochmal so ein bisschen gucken,
wo das Gras noch so grün ist. Und ja, einfach nochmal einen neuen Reiz, nochmal einen Reiz setzen, die letzten Stationen für manche vielleicht auch. Und ja, deswegen gehen wir im Guten dennoch auseinander. Also keiner wurde gezwungen zu gehen oder so, sondern das waren alles eigene Entscheidungen. Sind super cool mit dem Verein, also da ist überhaupt kein böses Blut oder so. Perfekt. Wir bedanken uns recht herzlich, dass du ganz kurzfristig hier doch nochmal mit Pokal und Medaille, die kriegst du natürlich sofort wieder. Und vor allen Dingen so aktuell, vor zwei Tagen Pokalsieger geworden, heute bei uns in der Sendung. Da freuen wir uns natürlich auch, dass ihr als Kölles Halbzeit, dass ihr bereit wart zu kommen. Sehr gern. Und wunderbare Statements abgegeben habt. Tatkräftige Mannschaft zur Unterstützung mitgebracht hat. Das muss man natürlich auch mal sagen. Ich möchte auch gerne nochmal hören. Mehr. Pokalsieger! Nadine! Applaus! Lecker! MyBelt EU. Übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf. In möblierten 3-Sterne-Apartments. Modern eingerichtet mit Küche und Bad. Oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen, trotzdem verkehrsgünstig. Und das günstiger als eine Jugendherberge. MyBelt EU. Jung, sportlich, fair. Und weiter geht's in der Runde. Oder wir starten mit unserer richtigen Runde, die wir heute eigentlich vorhaben. Denn Kalle, jetzt kommt Grille. Ich darf ihn nicht Christian nennen, denn ihr wollte das nicht. Aber ja, hier ist Grille Wolge, der Ex-Trainer von SC Condor. Nadine! Auf große Männer passen durch die Tür. Hallo. Grille, schön, dass du da bist. Boah, der war böse. Also der hat mich gerade ganz... Ich glaube, ich habe da gerade echt ein bisschen den Finger sehr doll in die Wunde gedrückt. Nein. Keine Ahnung. Ruhig testen, aber immerhin, die Jungs können das alles ab hier. Kann er nicht weglaufen. Nee. Ist auch mal ein schönes Bild, oder? Wenn man den Trainer der ersten Mal so angekettet an so einem Stuhl sieht. Nichts Neues. Oh. Okay. Fang an, Niklas. Sag mal, Grille. Du hast jahrelang viel gemacht und vor allen Dingen der Sommer, das wissen alle, die im Fußball tätig sind, bedeutet Arbeit und nochmals Arbeit, was Vorbereitung angeht. Wie verbringst du denn jetzt das Juli oder den Juli, gerade das letzte Juli-Wochenende, wo es ja eigentlich immer so langsam wieder losgeht? Also was ich am letzten Juli-Wochenende mache, weiß ich heute noch nicht. Den Rest der Zeit werde ich irgendwo in der Sonne liegen und werde die Ostsee genießen und werde Dinge tun, zu denen ich in den letzten Jahren nicht so kam. Mhm. Und ja, darauf freue ich mich auch. Bin gespannt, wie das so wird. Aber wird bestimmt nicht so schlimm. Kann ich mir gut vorstellen, so ein bisschen am Strand auf Malle vielleicht. Obwohl, da sind ja natürlich auch immer viele Jungs. Kommt vielleicht auch so ein bisschen Wehmut dazu. Vielleicht fahre ich auch zum B-Camp und gucke mir die anderen Trainingseinheit an. Kann auch sein. Ja, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Wie schwer fällt dir das denn? Du hast ja dann immer jahrelang auch einen Kader geplant, dein Trainerteam ein bisschen neu zusammengeholt, der eine kam dazu, der andere ist gegangen. Und jetzt ist das dann endlich mal ein Jahr ohne Saisonplanung. Fällt das dann auch schwer? Weiß ich ja noch nicht. Also ich habe es ja noch nicht. Ne? Die Saison ist ja gerade erst vorbei. Natürlich ist es ungewohnt, weil die Planung beginnt ja nicht erst im Juli, sondern die Planung beginnt ja eigentlich schon, oder bei mir war es immer so, oder bei uns, bei Condor war es immer so, dass wir eigentlich zu Weihnachtsfeier immer schon durch waren in dem Folgejahr, zumindest was den Großteil des Teams betrifft. Von daher weiß ich auch noch gar nicht, wie das so wird. Natürlich wird das ungewohnt erstmal, nicht zum Training zu fahren und auch am Wochenende nichts vorzubereiten und eben keine Erkenntnisse draus zu ziehen. Es gibt ja auch genug Trainer, die machen das, obwohl sie Trainer sind. So. Bei mir war das immer ein bisschen anders und von daher... Bin mal gespannt, wie es wird, aber ich kann es ja heute noch nicht sagen, wie es wird. Müssen wir uns nochmal treffen. Sicherlich können wir dann auf jeden Fall nochmal machen. Eine Identifikationsfigur des SC Condor ist ja euer Torwart Sascha Kleinschmidt. Der hatte in einem Interview bei Fussi Freunde Hamburg gesagt, bei Condor ist mir in dieser Saison der Spaß verloren gegangen. Wie wertest du das? Womit hängt das zusammen? Also womit das zusammenhängt, weiß ich ja nicht. Das ist seine Aussage. Ne? Naja, aber du bist ja der Trainer und er ein langjähriger Stammspieler gewesen. Du gehst jetzt auch. Ist da ein bisschen Unruhe? Ist das nicht so rund alles bei Condor?
Ach, was heißt nicht so rund? Also natürlich ist es eine Saison, die sportlich alles andere als zufriedenstellend lief. Da gibt es nicht nur eine Ursache für, da gibt es also die Ursache, da gibt's, sondern da gibt es ganz, ganz viele Ursachen für. Wir haben, ich weiß nicht, wie viel Sendezeit wir haben. Und damit ich da erzähl mal, wir sagen Stopp. Aber es ist natürlich eine ganze Menge die letzten Jahre beim SC Konda passiert. SC Konda ist und bleibt, und da lege ich mir auch fest, und da lasse ich auch nichts drauf kommen, ein extrem guter, ein extrem toll geführter Verein, ein ganz besonderer Verein im Hamburger Fußball. Es ist die letzten Jahre natürlich eine ganze Menge passiert. Wir kamen immer sehr über die Gemeinschaft, über die Geschlossenheit. Und Stück für Stück, aus privaten, persönlichen, beruflichen Gründen, sind immer wieder Eckpfeile auch weggebrochen die letzten Jahre. Vor allem auch ums Team herum. Wir haben dann zu Beginn der Saison einen schweren Verlust noch erleiden müssen durch einen Todesfall im Umfeld bei uns, auch durch eine große Identifikationsfigur. Dass sich dann manche Dinge erstmal neu ordnen müssen, neu einspielen müssen, das ist klar. Wir haben einen neuen Sportdirektor bekommen, der diese Position zum ersten Mal ausgeführt hat, auch eine ganze Menge lernen musste und auch mit ganzen Dingen neu konfrontiert wurde und manche Dinge dann eben auch auf seine Art und Weise dann gelöst hat und das wiederum für die eine oder andere Unsicherheit auch innerhalb der Mannschaft gesorgt hat. Also ein bisschen Unruhe im Verein auch. Auch Unruhe im Verein, das finde ich immer ziemlich, ziemlich plakativ. Unruhe aufgrund verschiedenen Situationen, die da sind. Hinzu kommt dann aufgrund diverser Ereignisse kein sportlicher Erfolg oder nicht so der Erfolg, den wir uns ausgemalt haben. Ja, und schon bist du in so einer Spirale drin und kannst sie relativ schwer auch durchbrechen. Und trotzdem hast du ja auch Erfolge vorzuweisen. Unter anderem bleiben ja sicherlich die beiden Pokalfinalspiele im Gedächtnis. Ich habe es eben schon mal ganz böse. Hier wird der Pokal im Hintergrund hochgehalten, der vom Holzpokal von der zweiten angesprochen. Sag mal, was ist denn das Erste, was dir so in den Kopf kommt, wenn du an diese beiden Finalspiele denkst? Was kommt mir als Erstes in den Kopf? Natürlich Traurigkeit, ne? Traurigkeit, nicht gewonnen zu haben. Wenn man jetzt mit Abstand draufdrückt, auch eine ganze Menge Stolz. Ich glaube, es gab auch nicht so viele, die das zweimal in Folge geschafft haben, vor allem mit dem Invest, den wir haben, mit den Möglichkeiten, die wir haben. Aber natürlich ist es ein super Event, was wir auch gerne gewonnen hätten, gar keine Frage. Beide hätten wir gern gewonnen. Das zweite gegen BU haben wir völlig verdient verloren, weil wir da einfach völlig, völlig schlecht und desolat waren und überhaupt keine Mentalität an den Tag gelegt haben. Die erste Niederlage tut verdammt weh. Da waren wir die bessere Mannschaft, da haben wir zig Torschüsse, Pfostenschüsse, Lattenschüsse gehabt und vielleicht noch Elfmeterschießen. Das tut sehr weh, weil wir natürlich insgesamt im Pokal meiner Meinung nach extrem für Furore gesorgt haben. Wir haben Spiele gemacht, die meiner Meinung nach im Amateurfußball besonders waren. Ich erinnere mich da zum Beispiel an ein Spiel gegen Vicky am Berner Herweg. Ich glaube, man führt nach 20 Minuten irgendwie 2-0 und Vicky gleicht sogar noch aus, Tobias Gruber in der 90 plus dritten per Kopf, wohlgemerkt als Torwart, der mit nach vorne läuft und am Ende gewinnt man 4-3. Nachdem wir dann 3-2 hinten lagen und richtig den genau. Elfmeter verschossen hat. Ja. Bill Kanischkan, wie immer, verschossen. Wobei das wohl gelernt ist hat. Ist drauf. Und dann machen wir 2 Tore durch Kamalov noch. Also das war ein besonderes Spiel. Ich erinnere mich an das Halbfinale in Buchholz. Das Halbfinale gegen Altona 93, natürlich legendär. Also da gibt's diverse. Liebe Grüße an Murat Yilmaz. Gibt's diverse Spiele, die ganz besonders waren. Von daher glaube ich schon, dass wir da auch ein Stück was Besonderes erlebt haben. Natürlich tun die Finalspiele, vor allem wenn sie dann so ausgehen wie. Wie bewertest du denn insgesamt die Entwicklung des Vereins unter deiner Regie? Du hast ja eben schon erzählt, Identifikationsfiguren, ist ja doch eine richtige Mannschaft auch mit aufgebaut und geführt jahrelang. Ja, aber die braucht man ja auch, um Trainer zu sein. Ja, sonst klar, aber auch das schafft nicht jeder Trainer. Das stimmt. Alternative wäre gewesen, mit König und Co. zu arbeiten, das war dann keiner. So, jetzt hat er auf jeden Fall dann alles zurück. Dann haben wir uns dran gemacht, eine Mannschaft zusammenzustellen, klar. Also, wir haben speziell in den ersten 2 Jahren haben wir sehr, sehr viel investiert. Damit meine ich nicht das Finanzielle, sondern damit meine ich ganz viel mit Leidenschaft, mit ganz vielen Gesprächen. Wir haben Spieler zum Berner Herweg auch geholt, wo vorher viele mit der Nase gerümpft haben. Matthias Bub, Kai Koch waren damals die Manager und hat sich dann manche Namen auch genannt. Die haben sich auch gesagt, okay, kann man ja mal probieren, aber kann man eigentlich auch lassen. Kann man auch lassen, so nach dem Motto. Und dann haben wir es aber zu dritt in verschiedenen, weil wir uns einfach auch gut ergänzt haben in den Gesprächen und haben wir natürlich auch Spieler dann zu uns geholt, die ja, vorher nicht so von geträumt hatten, sage ich mal. Und es hat alles gepasst, es war sehr homogen. Wir waren eine sehr homogene Truppe, nicht umsonst haben wir auch diese Erfolge dann erzielt in den 2 Jahren. Grille, spezielle Frage direkt, so wie ich das immer mache. Wann und wieso ist in dir der Entschluss gereift, als Trainer beim SC Condor aufzuhören? Sag ich gleich, ich muss mich immer fragen, wie mir die Nase juckt. Nadine! Wo ist Nadine? Ja, hat sich schon erledigt. Alles gut. Der Entschluss ist gereift
eigentlich zu dem Zeitpunkt oder ein paar Wochen, bevor ich das dann verkündet habe, es gab eine berufliche Veränderung bei mir und ich habe auch gespürt irgendwie, dass der Zeitpunkt ganz gut gewählt ist, jetzt auch den Absprung zu schaffen. Zum damaligen Zeitpunkt habe ich nicht gedacht, dass wir nochmal in so akute Abstiegsnot auch kommen. Wir waren zu dem Zeitpunkt nicht gut, aber ich habe gedacht, ein paar Dinge greifen dann früher oder später wieder. Und das kam nicht so, das heißt, wir kamen nochmal richtig in Abstiegsnot. Aber der Entschluss, der ist dann mehr oder minder so im Anfang Mitte November gereift. Und dann habe ich noch dem Verein sehr früh mitgeteilt, weil es mir wichtig war, dass der Verein früh planen kann. Und dass ich vielleicht meinen Teil auch noch dazu beitragen kann, damit es vernünftig weitergeht. Mal was in eine ganz andere Richtung. Du bist Fan vom VfB Stuttgart und der VfB hat, wie er bekannt ist, Teil von Korkut verpflichtet. Und im Nachhinein muss man sagen, wir ziehen unseren Korkhut davor, wie die Saison so war. Was hast du denn gedacht in dem Moment, als das bekannt wurde? Ja, mir war das von vornherein klar, dass das eine Erfolgsgeschichte wird. Also ich war einer der größten Skeptiker, glaube ich, und der Kritiker auch, was das betrifft. Und ich kann mich auch noch an einige Dialoge in einer speziellen WhatsApp-Gruppe erinnern, als mir zum Abstieg gratuliert wurde, nach der Verpflichtung von Teufels Korkut. Und ich hatte nicht ein Argument dagegen. Also von daher muss man sagen, der hat offensichtlich, zumindest für die Situation, die jetzt gerade da war, die richtigen Griffe gehabt. War auch viel Spielglück dabei. Ich kann mich an einige Spiele gegen Frankfurt zum Beispiel erinnern. Das brauchst du in der Situation dann vielleicht auch. Von daher bin ich natürlich sehr glücklich, wie das verlief. Und bin sehr glücklich, auch glücklich, wie die Saison verlief. Und es ist ja auch so, dass ich dann, wir sind ja stolze HSV-Dauerkartenbesitzer und es ist ja dann so, dass wir, das Kollege König ist ja auch Dauerkartenbesitzer beim HSV. Noch, ne? Die nächsten Tage verlängern. Ja, ist schon verlängert. Er ist schon verlängert, alles schon durch und wir werden das dann zukünftig auch so machen, die ganze Geschichte rund um den Pokalsieg und wer denn wann welchen Pokal mal gewonnen hat und wer auch den richtigen Pokal mal gewonnen hat und wer auch schon mal DFB-Pokal gespielt hat. Das klären wir dann zukünftig vor dem HSV-Spiel, weil nach dem Spiel muss ich schnell los, erste Liga gucken. Okay, okay. Dafür hast du jetzt Zeit, denn du bekleidest ja kein Traineramt mehr in der nächsten Saison und trotzdem kommen immer wieder Gerüchte auf Christian Wolke hier und Christian Wolke da und was macht Krill in der nächsten Saison? Warum ist denn diese Pause für dich auch einfach mal notwendig? Also von diesen Gerüchten hört ihr immer, ich höre davon gar nichts. Und das pfeifen immer die Vögel schon 3 Wochen vorher vom Baum. Den Vogel, der pfeifen kann, den zeigst du mir mal. Gibt es ein paar im Hamburger Fußball. Ja, also ich weiß davon nichts und diese Pause ist auch aus meiner Sicht vollkommen richtig. Das ist, es war eine sehr nervenaufreibende Zeit am SC Korkut, speziell die letzte Saison jetzt mit den ganzen Rahmenbedingungen, die ich schon genannt hatte. Und von daher glaube ich, ist es auch der richtige Zeitpunkt, den beruflichen Kontext, den persönlichen Kontext und eben auch den sportlichen Kontext mal ein Stück weit ruhen zu lassen, ein Stück Abstand zu bekommen von der ganzen Szenerie. Spiele mal zu schauen, ohne vielleicht konkreten Auftrag dabei zu haben und auf gewisse Verhaltensmuster, auf Standards zu achten, auf Verhaltensmuster mit Ball und gegen den Ball zu achten und so eine Geschichten. Und von daher freue ich mich da erstmal drauf. Ja. Mal was anderes. Welche Schiedsrichter wirst du vermissen? Du bist gut informiert, ne? Auf jeden Fall nicht Murat Yilmaz. Ja, also das ist ja irgendwie, hat sich das die letzten Wochen und Monate, vielleicht sogar Jahre, auch ein Stück weit in eine gewisse Richtung entwickelt. Christian Wolke und die Schiedsrichter. Ich werde sie grundsätzlich werde ich alles vermissen. Ich werde das Ganze drumherum vermissen. Ich bin, seitdem ich kleiner Junge bin, renne ich zum Fußball und habe jetzt meine erste Phase, außer die Zeit, wo ich verletzt war, wo ich das nicht habe. Das ist jetzt eine selbstgewählte Zeit. Und vielleicht tut mir das auch mal ganz gut, das eine und andere zu reflektieren. Ich glaube auch, dass viele Dinge von mir auch nicht immer ganz glücklich liefen in der ganzen Zeit, genauso wie es von der Gegenseite der Fall war. Und mir war das wichtig, auch am Ende noch mit einigen nochmal, wo ich doch vielleicht einen Disput hatte, in der sich nicht, auch nach Abpfiff nicht sofort lösen konnte, nochmal im Guten auseinanderzugehen sozusagen. Es ist und bleibt nur Fußball. Es ist und bleibt aber auch emotional und oftmals steht mir mein selbsternannter Gerechtigkeitssinn so ein Stück im Weg vielleicht. Und ich habe halt dann einen Blick auf die Dinge und wenn ich mich ungerecht behandelt fühle oder auch meine Mannschaft ungerecht behandelt fühle, habe ich das Bedürfnis, mich davor zu werfen. Ich glaube, aufgrund der Masse, die er sich dann wirft, ist das manchmal ein bisschen viel Masse, glaube ich, die da kommt. Und ich glaube, dass ich den einen oder anderen auch so ein Stück überfordere damit und das ist auch nicht immer richtig, auch nicht immer gut. Und ich glaube, miteinander, wenn wir das nochmal angehen sollten, gemeinsam, werden wir es auch beim nächsten Mal gemeinsam wieder hinkriegen, ja. Das bringt mich zu meiner abschließenden Frage. Es gibt eine Überschrift, wo wir seit Jahren darauf warten, dass wir sie machen können, auf Wolke 7 in Neuland. Ich habe mir sagen lassen, das ist auch so deine Überschrift, die du gerne noch mal irgendwann lesen möchtest. Nee, meine Lieblingsüberschrift war Wolke betritt oder betritt Neuland. Ja. Was kann ich Liga spielen jetzt? Jetzt muss ich mich tatsächlich. Guck mal. König? Alles ja.
Das war, haben wir damals irgendwann, als aus der Laune herauskam, dass mal irgendwas war mit Neuland, da habe ich gesagt, das ist auch mal eine geile Überschrift. Glaube ich, kann ich mir jetzt heute aktuell nicht vorstellen. Passt nicht so in meinen persönlich auferlegten Privat- und Karriereplan. Also jetzt nicht bei Neuland, aber vielleicht mal gegen Neuland. Das heißt, wann sehen wir dich wieder? Ach so, so. Ja, das ist ja ganz außenrum gefragt. Ja, wie eben schon gesagt, keine Ahnung, du hörst ja immer ganz viel Pfeifen. Wenn das Pfeifen stärker wird, macht Bescheid. Die Pfeifen hören viel Pfeifen, ne? Wenn das soweit sein sollte, wenn da sich irgendwas Spannendes ergeben sollte und wenn da irgendein Projekt erwartet, was dementsprechend interessant sein könnte, dann werden wir da auch dementsprechende Gespräche führen. Aber aktuell, wie gesagt, ist das der Weg. Und wenn das so ist, wie du sagst, dass es immer schon Gerüchte gab, dann wird es sie auch in Zukunft geben. Und an jedem Gerücht ist ja meistens irgendwas dran. Und dann werden wir das verfolgen. Und du wirst der 6. oder 7. sein, den ich informiere. Na, das freuen wir uns. Ich immer noch Glück, okay, dass ich immer noch unter den Top 10 bin. Ja, dann danke ich dir recht herzlich, dass du heute bereit warst, bei uns vorbeizuschauen. Was eine Bereicherung. Sehr viel Spaß gemacht. Und ich fordere Nadine! Applaus, Applaus, Applaus! Maiwelt EU. Übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf. In möblierten 3-Sterne-Apartments, modern eingerichtet mit Küche und Bad oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen, trotzdem verkehrsgünstig. Und das günstiger als eine Jugendherberge. Maiwelt EU. Jung, sportlich, fair. So, und natürlich wollen wir auch direkt weitermachen und wir begrüßen unseren nächsten Gast, den ich in meiner Vorschau tatsächlich sogar als AFC-Legende betitelt habe. Habe ich mich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Jetzt kommt Jakob Sachs Nadine. Ich muss auch mal was sagen. Ich kann das auch. Hallo, hallo, hallo. Jakob. Moin. Ja, schön. Ja, fühl dich wohl. Ja. Noch kannst du es? Noch kannst du schnell weglaufen, aber jetzt ist passiert. Und er kommt nicht mehr weg. Ich kenne das schon. Und da wir heute Abend noch nicht genug Phrasen gedroschen haben, stellen wir doch Rasen. Machen wir doch jetzt direkt mal weiter. Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen? Korrekt. Phrase Nummer 1. Ja gut, ich habe da meine Fußballschuhe. Etwas lauter, damit alle das. Ich habe da meine Fußballschuhe noch gar nicht an den Nagel gehängt. Also deswegen kann man sagen, ich spiele jetzt in der zweiten, in Alter 93, dann wechsle ich dann in die Bezirksliga und ja, bin ganz froh, dass ich etwas weniger machen kann. Jetzt war doch ziemlich viel jetzt die letzten Jahre auch bei Bergi dann als Trainer. Und ich bin jetzt froh, dass ich dann auch zweimal die Woche nur noch Training habe. Weil ich kenne das ja immer anders, das ist halt so ein bisschen, war schon viel auch für meine Füße und für die Gesundheit ist es doch vielleicht, glaube ich, ganz gut, dass ich mal ein bisschen weniger mache. Mhm. Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf? 32. Ja. Das ist ja eigentlich noch bestes Fußballeralter, ne? Aber du machst ja auch weiter. 23 wäre noch besser. Ja, das stimmt. Ja, aber beim HSV hilft das manchmal auch nicht. Warum hat dich denn dieser Schritt gereizt, dann zu Altonas Zweiten zu gehen? Du hättest ja sicherlich auch bei anderen Oberligisten, die trainieren nur nicht viermal die Woche plus Laufeinheiten, sondern vielleicht auch nur ein- oder zweimal, ja durchaus wechseln können. Ja gut, das ist immer eine Frage, man kann immer woanders hinwechseln oder ne, spekuliert ja immer, zu welchem Verein man hingehen kann oder auch nicht. Und ja, für mich war es wichtig, dass ich in der Nähe von zu Hause bin und auch da in der Nähe auch trainieren kann und ja, und auch weniger trainiere. Aber für mich ist eigentlich ganz klar, dass Alter 93 natürlich die Adresse Nummer 1 ist, weil ich halt den Verein lebe und auch, ja, auch der Verein mir viel gegeben hat, auch mein Leben lang eigentlich auch, ne, weil Altmann 93 ja fast gespielt, außer 6 Jahre lang irgendwie woanders noch gespielt, aber so hat man natürlich, ist das Herz natürlich. Bin noch nicht vorhanden und voll gefestigt, wäre doch klar. Definitiv. Gut. 5 DFB-Pokalspiele und eine dreistellige Anzahl an Regionalliga-Einsätzen, das ist ein Hammer. So, oder schon ganz ordentlich für einen Amateurfußballer. Was war denn so das Highlight dabei? Ja, es gibt das natürlich das Weiterkommen gegen Mainz damals. Die waren ja damals, ja, ich sag mal, in der zweiten Liga irgendwie, ich glaube, die sind aufgestiegen mit der höchsten Punktzahl überhaupt, die ein Zweitligist irgendwie erreichen konnte. Und
Da habe ich dann das entscheidende Tor geschossen. Das war natürlich total toll und total, also eigentlich Wahnsinn, weil man natürlich sowas nicht denken konnte vorher. Wir waren mit VfB Lübeck damals in Insolvenz, waren ja irgendwie fast pleite. Und dann war es natürlich wichtig für den Verein, dass wir dann eine Runde weiterkommen und dass dann so ein Tor natürlich wichtig war für so einen Verein. Ja, Goldwert, war natürlich Goldwert, genau. Und es ist natürlich schön, solche Erlebnisse zu haben in der Karriere. Und wenn man sowas mitnehmen kann, ist natürlich umso schöner. Und dann noch das entscheidende Tor gemacht zu haben in der Verlängerung ist natürlich, konnte man sich gar nicht vorstellen. Ne? Vor dem Spiel hat man sich die Fußballspieler dann vorher im Internet angeguckt und gesehen, was für Statistiken sie haben. Und dann spielt man gegen die dann auf dem Spielfeld und muss man sich dann beweisen. Du hast ja auch gegen Dortmund gespielt, gegen Lewandowski. Genau. Das war ja dann im Viertelfinale, was natürlich unglaublich auch für die Stadt Kiel dann war. Und Viertelstunde gespielt, das war natürlich auch ein tolles Erlebnis. Gerade dann gegen diese, immer die beste Elf eigentlich, die Dortmund je hatte mit Lewandowski und Kagawa und Piszczek und die ganzen Leute, die dann auch den DFB-Pokal dann im Endspiel dann ja auch gewonnen haben, die Bayern München. Das war natürlich toll. Gut, 4-0 verloren, aber war eine gute Erfahrung. Ich wollte gerade sagen, du hast deine ganze Karriere ja auch im Norden verbracht, das ist ja schon angesprochen. Kiel, Lübeck und Hamburg. Hattest du nie mal Lust, auch mal außerhalb Norddeutschlands Fußball zu spielen oder sagst du, der Norden war so meins, muss immer hier bleiben? Ja, schon. Ich hatte ja eigentlich damals, als ich von Alter 93 weggegangen bin, hatte ich eigentlich bei SSV Ulm damals unterschrieben. Nur das Problem war, dass der Verein selber eigentlich nicht wusste, dass der Manager mit einigen Spielern verhandelt hatte. Das ist natürlich immer schlecht. Dann im Nachhinein war es natürlich blöd. Und er ist dann entlassen worden, schon vor der Saison. Mhm. Und dann war natürlich die Frage, soll ich da überhaupt hinwechseln? Ist das Vertrauen eigentlich noch da? Und dann ist der Wechsel dann nicht zustande gekommen. Bin dann halt zum VfB Lübeck gewechselt. Dann ein Glück eigentlich, weil das halt wirklich zwei tolle Jahre waren. Auch gute Erfahrung, konnte ich auch meine Ausbildung dann damals beenden in Lübeck. Und somit bin ich dann ja auch zu Holstein Kiel dann gekommen. Mhm. Du hast was gemacht, was sich nicht viele Fußballer trauen. Du bist vom einen Traditionsverein zum anderen gewechselt, die sich auch untereinander in den Fanlagern nicht unbedingt so grün sind. Du warst ja unter anderem ja auch beim SC Viktoria, hast auch da Regionalliga gespielt. Inwieweit kann man die Saison, die du damals bei Wiki in der Regionalliga gespielt hast, mit der die Altona jetzt durchlebt hat in diesem Jahr, vielleicht auch ein bisschen vergleichen? Ja, also es sind ja die gleichen Voraussetzungen. Ne? Also ich finde es halt toll allgemein, dass Hamburger Vereine auch für die Regionalliga melden, dass überhaupt Vereine in Hamburg in der Lage sind, auch in der Regionalliga zu spielen. Und dann natürlich, es ist klar, ne? Man hat kein hohes Budget, man weiß, worauf man sich einlässt am Anfang der Saison. Und waren trotzdem tolle Erlebnisse. Wir hatten ja auch die DFB-Pokal ja auch mit gegen Freiburg gespielt und auch gegen Hannover 96 damals mit Wiki. Das waren auch tolle Momente. Mhm. Aber es ist ganz klar, Altona 93 als auch Wiki sind Vereine natürlich, die kommen aus der Oberliga, aus dem Amateurbereich, und Regionalliga ist dann schon etwas professioneller, und dann rechnet man auch schon damit, dass man um den Abstieg spielt. Und alles andere wäre eine Überraschung gewesen, wenn wir drin gewesen wären, auch mit Wiki damals. Mhm. Aber wir haben natürlich gute Leute gehabt, erfahrene Leute, aber da muss alles passen. Wenn die Leute 150 Euro verdienen und in der Regionalliga spielen, dann gegen Leute, die irgendwie 10.000 Euro im Monat verdienen, dann passt das alles nicht so zusammen. Und das muss man aber wissen, und aber man muss sich der Herausforderung stellen. Und gut, hier haben wir ein Jahr es geschafft, mit Wiki dann doch drin zu bleiben, war ja VfB Lübeck damals ja. Und Oberneuland, wenn ich mich recht entsinne, auch insolvent gewesen. Richtig, genau. Anderem. Ja. Andere Frage, ganz andere. Nach dem Ende deiner Karriere, könntest du dir vorstellen, als Trainer weiterzumachen? Hast du da Gedanken in diese Richtung? Ja, also man hat immer Vorstellungen, aber wenn ich Krille sehe, ne, der hat ja so viele Jahre schon auf dem Buckel, ne, ist schon Wahnsinn einfach, weil das Geschäft ist einfach auch, glaube ich. Ja, aber es muss ja weitergehen. Jetzt hört einer auf, dann muss es ja weitergehen. Nee, es ist richtig, ne? Dem geht immer weiter, aber erstmal will ich jetzt erstmal noch ein, zwei Jahre nach spielen, noch ein bisschen weniger, und dann kann man sich vorstellen, als Co-Trainer könnte ich mir noch vorstellen, irgendwo mich zu engagieren, aber als Trainer erstmal noch nicht. Also Stand jetzt würde ich sagen, ist das jetzt noch nichts für mich, aber kann ja alles werden. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Es gab bei euch in der Saison so einen Punkt, wo es auf einmal doch lief, wo man zu Hause unter anderem ja auch den VfB Lübeck geschlagen hat. Ich habe mir sagen lassen, oder in vielen Gesprächen rausgehört, es gab eine ziemlich harte Brandrede von Berkan, mal in der Kabine, wo er euch wirklich an der Ehre gepackt hat. Kam das zu spät? Also zwar kam ja offensichtlich zu spät, aber hätte man das früher machen müssen? Ja, es gab ja schon einige Wutreden davor, ne? Also wir hatten ja genug Zeit. Die scheinen angeschlagen zu haben dann. Nee, ist richtig. Ja, wir haben ein paar Veränderungen vorgenommen, und zum Schluss ist immer so, ne? Es ist immer einfacher, wenn es um nichts mehr geht.
als man es dann nachher irgendwie heißt, wir müssen gewinnen, so. Und dann sind auch natürlich Leute, die ihr Potenzial sonst vielleicht nicht abrufen konnten, rufen dann plötzlich bei einem Spiel, was immer geht. Ein Spiel ist immer, ne, gegen VfB Lübeck ist jeder heiß irgendwie, und dann braucht man auch nicht eigentlich viel motivieren. Und man hat in der Regionalliga immer gegen Vereine sind immer mal Chancen, aber im Groben und Ganzen muss man einfach damit klarkommen, dass die anderen Mannschaften doch besser sind als wir. Und daraus sollte man die richtigen Schlüsse ziehen. Ja, richtig, aber ich finde es ja in Ordnung, wenn Vereine wie Alt 93 oder andere Vereine, so wie Tatone 05 jetzt zum Beispiel, ist ja versuchen in der Regionalliga. Und das ist ja nur ein Zeichen aus dem Amateurfußball, dass der Amateurfußball nicht schläft und auch versucht, auch in die Regionalliga zu kommen, und was ein großer Schritt ist. Aber vielleicht nächstes Jahr dann in anderen Mannschaften, vielleicht Dassendorf mal, wäre auch mal schön. Und gucken wir mal. Ich bin gespannt. Und natürlich abschließend dann noch die Frage, nächstes Jahr Altona wieder in der Oberliga. Wie siehst du, wirst es ja sicherlich weiter verfolgen, auch in der zweiten. Vielleicht passiert es ja auch nochmal. Wer weiß, dass du doch nochmal bei der ersten aushelfen musst, wenn irgendwas passiert. Ja. Wie siehst du denn euch fürs nächste Jahr aufgestellt mit dem Kader? Wir haben ja auch schon wieder ein paar Neuzugänge, unter anderem Wachowski ja auch verlängert, so weiter und so fort. Cemus Atuk. Ja, richtig. Da sind ja einige gute Namen, ne? Aber ich finde die Oberliga, was ich gut finde, die anderen Vereine schlafen ja auch nicht. Und Altona 93 muss ja erstmal mit der Rolle klarkommen jetzt. Aus der Regionalliga zu kommen, sind sie Favorit mit Basten-Dassendorf, denke ich mal. Und da sind auch einige andere Kandidaten, die sich auch verstärkt haben. Und es wird immer enger, die Leistungsdichte wird immer extremer in der Oberliga, das merkt man einfach. Ich bin gespannt. Und Altona 93 wird eine gute Rolle spielen. Ob sie dann wieder als einzige Mannschaft melden oder nicht, das wird man sehen. Aber ich glaube, dass sie eine sehr gute Rolle spielen werden. Und Berki ist ja immer dafür, ne, der kennt sich aus im Amateurfußball ja auch und hat einige Leute ja geholt, auch namhafte ja, wie du schon gesagt hattest. Und einige sind ja auch geblieben. Also der harte Kern ist ja auch geblieben. Sind natürlich einige Leistungsträger gegangen, aber so ist das Geschäft. Kommen und gehen. Gehört dazu. Kommen und gehen, ein gutes Stichwort. Wir danken dir recht herzlich, dass du heute Abend hier warst. Ich danke euch. Und wünschen dir natürlich alles Gute für die nächste Saison in der U23. Und sagen... Nadine! Applaus, Applaus, Applaus! MyBad EU. Übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf. In möblierten 3-Sterne-Apartments, modern eingerichtet mit Küche und Bad oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen, trotzdem verkehrsgünstig. Und das günstiger als eine Jugendherberge. MyBad EU. Jung, sportlich, fair. So, und wie du eben schon richtig angekündigt hast für unsere Studiogäste, wir sind schon fast am Ende, aber noch nicht ganz, denn... wir haben noch einen Gast, und das ist heute Abend jemand, den Kalle ganz besonders gut kennt. Nämlich. Ja, Corny Littmann, langjähriger Freund und langjähriger und erfolgreicher FC St. Pauli-Präsident und eine Kulturfigur auf St. Pauli. Er ist im Grunde der Papst des kulturellen Theaters hier auf St. Pauli. Und wir bitten ihn erstmal auf die Bühne. Nadine! Alles Weitere im Beisein von Conny! Applaus, 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 Applaus! Conny! Freut mich, setz dich. Ist Nadine eigentlich als Domina hier tätig? Nein, Nadine ist nur für unsere Gäste zuständig. Achso, ich dachte, das Umgekehrte vielleicht. Nee. Ich wollte... gerade den Werbespruch loswerden. Muss den Hand, ja, erzähl mal. Suchen Sie Kalle Schwänzen und sein Verlies, bevor Sie im Pflegeheim gegen Ihren Willen festgeschlagen werden. Sehr gut, sehr gut. Aber uns haben Sie ja noch viel mehr Spaß. Ich wollte gerade sagen, eine ganz wichtige Frage direkt. Deine Hose ist kaputt. Ja, die gehört tatsächlich. aber deine auch so ein bisschen. Nee, aber, die ist gepflegt. Ah, okay. Eine ganz wichtige Frage gleich zuerst. Wie lange oder wie groß war die Angst, dass St. Pauli in dieser Saison wieder in die Drittklassigkeit abrutscht? Ich habe ja das Vergnügen, wenn du so willst, mir Spiele ohne Konsequenzen angucken zu können. Das wäre scheiße gewesen für den Verein. Ich wäre trotzdem weiter ins Stadion gegangen.
Hat ja aber alles geklappt. Es hat geklappt, Gott sei Dank. Dann am Ende hat es geklappt, da hast du recht. Aber was hätte denn so ein Abstieg für den Verein bedeutet? Ich meine, wir sehen es jetzt beim HSV. Es ist nicht nur ein großer Umbruch auf Spielerebene, sondern auch insgesamt. Das wäre bei Pauli sicherlich auch ähnlich gewesen. Ja, im Gegensatz zum HSV haben wir Drittliga-Erfahrung. Ja. Der HSV weiß noch gar nicht, was ihm blüht in der zweiten Liga. Ja. Und im Moment gibt es ja einen geradezu unglaublichen Hype, der nur eine Gewissheit kennt, nämlich der HSV wird wieder aufsteigen. Das ist noch nicht gesagt. Und da würde ich mal sagen, ein bisschen leise treten ist gesünder. Ja. Ich bin ja in Hamburg, ich mag ja beide Vereine, gehe auch in beide Stadien. Und es war furchtbar für mich, dass HSV absteigt und habe bis zum Schluss gehofft, dass er nicht absteigt. Aber ich habe ja auch gleichzeitig gesagt, wenn er absteigt, ist es nicht gesagt, dass er in der ersten Saison wieder aufsteigt, weil es sind ganz andere Voraussetzungen. Und es ist leichter, gegen drei Vereine, Bundesliga-Vereine, um den Abstieg zu kämpfen oder gegen den Abstieg, als gegen 15 Zweitliga-Vereine um den Aufstieg. Ja. Das wird schwer beim HSV werden. Ja. Das wird schwer. Vor allem, weil er keine homogene Mannschaft hat. Naja, wenn du im Winter, im November, Dezember bei Scheißwetter in Aue spielen musst, ja, gegen Erzgebirge Aue, ja, dann gnade dir Gott. Also viel Vergnügen. Ja. Kommen wir nochmal zurück zu deiner aktiven Zeit. Du warst 7 Jahre Präsident bei Pauli. Ja. Wie hast du, oder ein Teil davon, wie hast du denn diese Zeit noch in Erinnerung und was ist da besonders hängen geblieben? Ich habe die Zeit in guter Erinnerung. Ich möchte die Zeit nicht missen. Ich möchte nicht eine Wiederholung oder Verlängerung haben dieser Zeit. Die knapp 8 Jahre haben gereicht. Und was mir in Erinnerung geblieben ist, das erlebe ich eigentlich bei jedem Spiel, nämlich ein neues Stadion. Ein wirtschaftlich gesunder Verein, also... Hatte dir zu verdanken. Das ist ja bemerkenswert. Der wirtschaftlich gesunde Verein in Hamburg ist der FC St. Pauli. Ja. Der HSV ist hochverschuldet mit 100 Millionen oder mehr. Und der FC St. Pauli ist ein schuldenfreier Verein. Wenn ich das vor 10, 15 Jahren hier gesagt hätte, dann hätten alle gesagt, du spinnst. Ja. Aber heute ist es Realität. Ja. Es hat viel dazu beigetragen, wie du die Sache angepackt hast. Ja. Und es waren ja auch, das fand ich damals cool, dass Leute wie Uli Hoeneß sofort bereit waren, mit einem Freundschaftsspiel sich dann auch noch das Weltpokalsieger-Besieger-Shirt überzuziehen, damit zu posen, das ja nun ein Leben lang im Internet rumgeistert. Das ist dir mit zu verdanken. Und das fand ich aber auch sehr großzügig von Uli Hoeneß, weil ich bin ja ein großer Fan von FC Bayern und von Uli Hoeneß. Aber wie gesagt, der Aufstieg damals, das war schon eine tolle Nummer. Ich habe das alles miterlebt. Ich weiß nicht, in der Saison hatte ich gerade das erste Mal in meinem Leben mir Tickets gekauft, weil sie mir aufgezwungen waren. Und wieso, weil du keine Freikarten gekriegt hast? Oder? Nee, es war... Der Witz war gewesen, dass in dieser Saison, ich glaube 2001, 2002, da war der St. Pauli ganz, ganz unten. Ja. Und dann haben sie Umfragen gemacht, das ging also von Heidi Kabel bis zu Kalle Schwensen. Ja. Und könnte nicht was Nettes sagen. Und ich habe natürlich auch was Nettes gesagt. Daraufhin kamen irgendwelche Leute von der Ehrenwerten Gesellschaft, also das ist so eine Gruppe aufs FC St. Pauli, und fragten mich, ob ich nicht Mitglied werden möchte. Ich sage, okay, mache ich, aber natürlich gute Karten. Bekam genau in der Mitte oben 2 wunderbare Karten. Und zufälligerweise war ich vor dem St. Pauli-Spiel in der Condi und treffe Hoeneß und Rummenigge. Ich sage zu Uli, du musst verstehen, ihr könnt es euch erlauben, dass ihr morgen verlieren werdet. Ne? Ich sage, wovon träumst du eigentlich nachts? Ne? Ja, und als sie dann spielten, Uli war damals noch auf der Bank unten und Rummenigge saß 3 oder 5 Sitze neben mir, rechts hier, eine versteinerte Miene, wobei man sagen muss, St. Pauli hat nicht glücklich gewonnen, sondern sie haben überragend gespielt. Und da gibt es ja so, es war ein tolles Spiel gewesen. Damals dieses 2:1. Also das war schon eine große Nummer gewesen. Ja. Und danach kam ja dann dieses Kuddelmuddel. Ich weiß, mehr will ich jetzt nicht erörtern, die ganzen Hintergründe mit Rainer Koch und so. Und wo man dich dann aus dem Hut gezaubert hat als Präsident. Das war ja gar nicht geplant gewesen. Nee. Sondern der Pauli Junior, der wollte sich den Interimspräsident-Titel sichern. Aus dem Aussichtsrat, aber da waren natürlich eingefleischten FC St. Pauli-Fans dagegen und das ging nach hinten und dann kamst du plötzlich aufs Spiel und dann
Busch war es da. Also ich kenne diese Sache, 1:1 war ich dabei da. Und, ganz schön. Und trotzdem kam dein damaliges Aus als Präsident für viele dann sehr überraschend. Nun sind ja ein paar Jahre dann auch vergangen in der Zeit bis heute. Magst du mal erzählen, was am Ende der ausschlaggebende Punkt war dafür, dass diese Entscheidung dann gereift ist? Der Moment war gekommen, als wir in Fürth gewonnen haben, der aufgestiegen Aufstieg klar war in die erste Liga und mir klar war, besser kann es nicht werden. Und gibt ja nur die erste Liga. Gibt ja immer dieses, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Mhm. Das ist ja nur die halbe Wahrheit, wenn du so willst. Was hatte der FC St. Pauli für eine Perspektive in der ersten Liga? Mit Wahrscheinlichkeit 80-90% steigt der Verein mit dieser Mannschaft wieder ab. Was willst du als Präsident zurücktreten, wenn die Mannschaft abgestiegen ist? Nein. Im Nachhinein wäre vielleicht das Spiel im Volkspark der beste Tag gewesen, um zurückzutreten, oder? Ja, nö. Nee, da haben wir uns ja besoffen an dem Tag. War nicht Zeit für Rücktritt, da haben wir gefeiert. Ja. Ja. Und nun kommt es ja dieses Jahr, beziehungsweise diese Saison, wieder zum Stadtderby. Was stimmt dich denn positiv, dass ihr die Stadtmeisterkrone, die inoffizielle, auch über dieses oder über das Jahr 2018 hinaus aufhaben werdet? Es gibt eine Geschichte dazu. Und ich sage ja, man sieht sich immer zweimal im Leben. Ich habe Herrn Hoffmann zu meiner Zeit als Präsident getroffen. Zum Glück war ein Dritter dabei. Christian Hinzpeter war dabei. Ich weiß noch genau Ort und Zeit. Und habe ihm damals vorgeschlagen, wir sollten in der Winterpause, wie die Münchner Vereine es lange gemacht haben, ein Stadtderby machen, ein Freundschaftsspiel für einen karitativen Zweck. Mhm. Herr Hoffmann hat eingewilligt. Daraufhin habe ich bei einer Mitgliederversammlung gesagt, am Ende der FC St. Pauli ist wieder eine Größe im deutschen Fußball. Wer Größe hat, der kann auch Größe zeigen. Und ich habe mit Hoffmann geredet, wir wollen ein Freundschaftsspiel machen im Januar. Als ich das gesagt habe, war alles schon organisiert. Es ging nur noch um den einen oder anderen Tag. Es ging nur noch um das Stadion, also kleine Details. Es war alles mit Wehmeier und unseren Leuten. Es war alles schon fertig. Hoffmann, der zu diesem Zeitpunkt seinen Vertrag verlängert haben wollte, hat den Schwanz eingekniffen und hat der Presse erzählt, er wisse nichts von einem solchen Gespräch. Das habe nie stattgefunden. Und was der Littmann da rumfantasiert, also keine Ahnung. Jetzt wird Herr Hoffmann wieder auferstanden, dazu genötigt, zweimal gegen uns zu spielen. Und das gönne ich ihm von Herzen. Applaus, Applaus. Da muss er auf jeden Fall dann ja auch wieder ans Müller-Tor kommen. Aber um mal eine Brücke zu schlagen und mal zu deiner jetzigen Tätigkeit zu kommen. Was haben denn Fußball und Theater gemeinsam? Haben ganz viel gemeinsam. Es gibt eine große Sehnsucht von Menschen, etwas unmittelbar im Moment zu erleben. Und Theater kannst du nur im Theater erleben. Und Fußball kannst du nur im Stadion erleben. Und es gibt ja das erstaunliche Phänomen, seit es doch eine, ich sag mal, völlig andere Berichterstattung im Fernsehen gibt, als es sie noch vor 10, 20 Jahren gab. Du kannst jedes Spiel im Fernsehen besser verfolgen als im Stadion. Du hast eine Zeitlupe, du hast Nahaufnahmen. Trotzdem sind die Stadien alle in Deutschland voller denn je. Du hast jede Menge Filme heutzutage, nicht nur im Fernsehen, auch auf Netflix oder anderswo. Also jede Menge mediale Unterhaltung. Trotzdem sind die Theater voller denn je. Warum ist das so? Die Menschen haben Sehnsucht danach, und das verbindet Fußball und Theater. Sie haben Sehnsucht danach, etwas im Moment gemeinsam, und gemeinsam heißt verschiedene Altersgruppen, verschiedene soziale Schichten, etwas gemeinsam zu erleben. Das verbindet die Menschen und sie haben eine große Sehnsucht danach, etwas gemeinsam im Moment zu erleben. Fürs Theater kann ich sagen, wenn was auf der Bühne schief geht, ist das für das Publikum
wenn es das mitkriegt, das größte Vergnügen überhaupt. Weil die merken, ach so, da stehen da wirklich Menschen auf der Bühne, die nicht irgendwas abspulen, sondern denen auch mal einen Fehler unterlaufen. So. Beim Fußball und Theater, wenn es denn gutes, unterhaltendes Theater ist, dann ist der Zuschauer in der Lage, mitzudiskutieren, sich mitzufreuen, mitzulachen. Und dieses kollektive Erlebnis, gepaart beim Fußball natürlich mit einer geradezu unglaublichen Sachkenntnis jedes einzelnen Zuschauers, der da sitzt, jeder weiß, wie es besser geht, das verbindet Fußball und Theater ungemein. Du bist ja nun eine, habe ich schon gesagt, eine richtige Theaterinstanz auf St. Pauli. Du hast mehrere Theater, die erfolgreich laufen. Teilweise laufen Sachen wie die Heiße Ecke über 10 Jahre oder jetzt schon, glaube ich, 12 oder 13 Jahre. 15 Jahre. Beim 10-Jährigen war ich da. Stell dir mal vor, wie die Zeit läuft. Also, wir sind alt geworden, Kalle. Alt ist nur eine Zahl. Ich werde über 300. Ich feiere auch nur noch hier Doppel-Null. 100 sind 200, sind 300 Geburtstag. Sonst wäre das zu viel. Aber trotzdem machst du immer wieder was Neues. Du hast das Kulturhaus in Szene gesetzt. Du hast mit Udo Lindenberg die Sachen gemacht. Gibt es etwas, was im Augenblick aktuell ist, was du mitteilen möchtest, was dir auf dem Herzen liegt, wo du dir etwas kurz erzählen möchtest, was aktuell ist? Also neben diesen vielen, was du angedeutet hast, gibt ja ein bisschen mehr noch Geschäfte, ja, das ist die ich mit anderen betreibe. Doch gibt es was Aktuelles. Ich werde zukünftig, und ich bin ganz sicher, dass es mir gelingt, 6 Monate außer Landes sein. Außer Landes zu sein? Außer Landes, ja. Ja. Du machst, glaube ich, auch, oder inszenierst, glaube ich, so das Unterhaltungsprogramm für die AIDA-Schiffe. Ist nicht das mehr. Nicht, aber lange hast du gemacht. Hast du lange gemacht. Ne? Aber das würde ja bedeuten, dass du das erste Stadtderby auf jeden Fall verpasst. Wenn du jetzt dann 6 Monate... Dann geht Flieger zurück, das machen wir doch. Ich bin ja nicht 6 Monate am Stück weg. Mal 2 Monate, mal 6 Wochen, mal 8 Wochen. Und wohin geht's? Hä? Und wohin geht's? Nach Brasilien. Oha. Und was machst du da? In Brasilien gucke ich nach jungen, talentierten Spielern und leider habe ich bisher nur Jungen getroffen. Das heißt, eine Art Scout dann für welchen Verein? Oder? Was? Du hast den Witz nicht verstanden. Vielleicht bin ich zu jung. Ja. Egal. Aber wir wissen, was du meinst. Ja. Nee, das freut mich. Ja, Mensch, Conny, es war mir eine große Ehre und ein großes Vergnügen, dich heute als Gast hier zu haben. Ich glaube, wir haben eine Menge erfahren, von den Einblicken auch, also was ich sehe. Und ich werde den Hoffmann das demnächst aufs Brot schmieren, da kannst du von ausgehen. Ich bin ja für solche Sachen spezialisiert. Da werde ich mal dann hier Moser Zunge zeigen zu diesem geplatzten Freundschaftsspiel mit St. Pauli. Weil ich war ja eigentlich auch ein großer Fan nicht, aber ich fand es gut, dass ihr das Heft wieder übernimmt, weil ich dachte, etwas funktioniert, eine Diktatur, eine eine Demokratie braucht einen Diktator an der Spitze. Oh, und das ist aber eine gewagte. Ja, aber das ist ja bei Ihnen der Fall. So. So. Und der Diktator tut dem HSV gut oder was? Schlechter kann es ihm nicht gehen als unter Bruchhagen, muss man so zu sagen. Das war der Abgesang. Bruchhagen war der Abgesang. Na, Moment mal, wir haben ja. Wir haben ja diese skurrile Situation, ein Lasogga kommt aus England zurück und sagt, ich bin vertragstreu. Was für den HSV heißt, ein Spieler, der einen Vertrag über ein Jahressignier von 3 Millionen bekommen. 3,5 Millionen hat und sagt, sich hinstellen und sagt, ich bin vertragstreu, ich spiele. Und wenn man sieht, Holtby hat auf die Hälfte seines Gehalts verzichtet. Es sind nur noch 1,5 Millionen. Ja, nur noch. Also die machen ja genau da weiter, wo sie aufgehört haben. Und kann nur sagen, viel Glück in der zweiten Liga. Ja. Na, wie gesagt, die zweite Liga wird für HSV keinen Zucker schlecken. Und ich habe echte Zweifel, dass sie den direkten Wiederaufstieg schaffen. Ich würde sie ihnen gönnen vom Herzen. Ich würde auch St. Pauli den Aufstieg in die erste Liga gönnen, weil ich bin immer Hamburg. Ja, ich bin Hamburger. Reden habe ich auch immer klar zur Stellung genommen. Gegenüber den HSV-Fans, gegenüber den St. Pauli-Fans, da lasse ich mich nicht verbiegen. Ne? Aber trotzdem, wir danken dir recht herzlich, dass du da warst. Hat mich sehr, sehr gefreut, wirklich wahr.
Und es hat mir auch sehr gefreut, ich muss sagen, Kalle hat mir eine Führung hier gegeben und ich bin tatsächlich, also es gibt ja dieses Buch und diesen Film, da jeder weiß, wovon ich rede. Ich bin tatsächlich sehr beeindruckt, dass es dieses alles auch im Original gibt und zwar aus Massivstahl und Massivholz und tatsächlich auch noch, wie du mir versichert hast, wird. In Gebrauch. In Gebrauch, ja, ja. Nun müssen wir mal auf das Buch zukommen, du meinst natürlich 50 Shades of Grey, ja. Das ist natürlich im Verhältnis zum Club des Art und das Verlies ist das wie Chili con Carne ohne Gewürze, also das ja. Muss man klar sagen. Ne? Wir legen da schon Wert drauf, bei uns wird es knallhart zur Sache gehen. Wir haben nicht so knallhart, aber immerhin sachlich vernünftige Fragen gestellt, vernünftige Antworten bekommen, fand ich sehr spannend. Und ich bedanke mich bei meinem Mitmoderator oder den Moderator, Niklas Heiden. Danke, Kalle. Und bei Corny, bei der ganzen Crew von Elbkick TV und natürlich bei Fusi-Freunde. Fusi-Freunde und bei Nadine! Welt EU. Übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf. In möblierten 3-Sterne-Apartments, modern eingerichtet mit Küche und Bad oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen, trotzdem verkehrsgünstig. Und das günstiger als eine Jugendherberge. MyBelt EU. Jung, sportlich, fair.